Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Meditations- und Atemübungsexkursion. Mein Name ist Steff Jaksch und ich habe das Vergnügen, dich für die nächsten 30 Minuten zu begleiten. Finde einen bequemen Sitz. Ich habe hier einen Schneidersitz gewählt, aber ich überlasse dir, was für dich bequem ist. Vielleicht möchtest du auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Bettboden, Sofa, was sich eben so anbietet. Schau nur, dass es wirklich bequem ist und dass es möglichst aufrecht ist. Und wenn du dann deinen Sitz gewählt hast, schließ die Augen und nimm den Atem wahr. Nimm wahr, wie der Atem fließt, ohne irgendetwas zu beurteilen oder zu beeinflussen. Einfach wahrnehmen. Und über diese Wahrnehmung kommst du an. Jetzt hier bei dir. Und dann langsam lass den Atem tiefer werden. Atme tief durch die Nase ein und dann ruhig durch den Mund aus. Tief durch die Nase ein und ruhig mal richtig Druck ablassen über die Ausatmung. Noch ein paar Mal einatmen tief, ausatmen durch den Mund ruhig. Noch zweimal. Okay, gut. Und in der nächsten Atemübung atmen wir 8-mal ein und 1-mal aus. Das sieht so aus. Ein, voll, 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 bis alles voll ist, voll ist. Und dann ausatmen. Und diese Ausatmung, wie durch so ein Ventil, was du leicht schließt, dass der Atem noch feiner wird und noch länger und noch länger. Und wieder ein. Je länger und feiner der Atem, desto leichter beruhigt sich der Geist. Schließ ruhig die Augen. Und noch weiter. Und während du so weiter atmest, möchte ich kurz erwähnen, weshalb das Üben des Entspannens so wichtig ist. In unserem schnelllebigen Alltag und in diesem ständigen Leistungsdruck schütten wir Stresshormone aus. Diese Stresshormone, je größer unser Stress ist, werden natürlich umso mehr ausgeschüttet und irgendwann sogar ausgeschüttet, wenn wir im Ruhemodus sind. Das heißt, die Produktion geht gar nicht mehr zurück. Diese Hormone bewirken diesen sogenannten Fight-or-Flight-Reflex, der wahnsinnig wichtig ist, wenn wir uns in Lebensgefahr befinden, der aber nicht so förderlich ist, wenn wir unsere Ziele verfolgen. Denn was der Körper dann macht, er geht von Gefahr aus. Und in diesem Modus sind wir zwar sehr leistungsfähig, weil wir wahnsinnigen Druck dahinter haben und auch sehr fokussiert, nur dieser Fokus fokussiert das Worst-Case-Szenario. Und wir wissen ja, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken, dann machen wir es größer. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem Ergebnis, diesem Worst-Case-Szenario, näher kommen, ist sehr groß. Während wir, wenn wir aus der Ruhe agieren, aus einem wohligen Gefühl, aus einem vollen Herzen, aus der inneren Ruhe und Kraft und aus einer gewissen Weitsicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Ergebnis einen Erfolg verspricht, sehr viel größer. Also, noch ein paar Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und aus. Letzte Mal. Und aus, gut.
Und schon gleich könnt ihr wahrnehmen, wie ihr entspannter seid, wie alles ein bisschen ruhiger ist. Nimm jetzt die Hände auf die Knie, im Schneidersitz sitzend oder wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann zentral und beginn mit Kreisen um deine eigene Achse. Du gehst nach vorne und du gehst nach hinten. Du gehst nach vorne und du gehst nach hinten. Mit der Einatmung gehst du nach vorne, mit der Ausatmung nach hinten. Und streck richtig den Brustkorb mit der Einatmung und drück hinten die Schulterblätter auseinander mit der Ausatmung. Einatmen weit nach vorne, mach die Kreise ruhig ordentlich groß. Und mit der Ausatmung gehst du weit nach hinten. Ganz nebenbei massieren wir hier den unteren Rücken und bringen Beweglichkeit in den Brustkorb, massieren hier im Sakralgelenk, lösen Spannungen. Aber was wir vor allem machen, ist aus dem Kopf rauskommen und in den Körper reingehen. Weg vom Denken hinein ins Gefühl. Paar Mal hier noch große Kreise mit dem Atem. Weit nach vorne, weit nach hinten, weit nach vorne, weit nach hinten. Und dann lass die Kreise kleiner werden. Kleiner werden und kleiner werden. Wie so eine Spirale, die du nach innen malst. Und während du so kleiner wirst, ziehst du auch den Scheitel lang nach oben. Streckst dich mehr in die Länge. Kleiner und kleiner, kleiner und kleiner. Bis du dich einpendelst hier in deinem Lot. Komm da an, zieh den Scheitel lang nach oben. Und wenn du es nicht eh schon hast, schließ die Augen. Und spüre, was sich verändert hat. Spüre, wie du fester sitzt, wie du mehr geerdet bist, wie so eine Präsenz entsteht und du leicht dich aufrichten kannst. Wie der Fokus gestärkt wird. Ganz aufmerksam, ganz aufrecht sitzt du jetzt hier mit geschlossenen Augen. Und für 5 Minuten beschließ jetzt hier wirklich, dich auch nicht mehr zu bewegen, innezuhalten. Zu beobachten. Der Scheitel zieht kontinuierlich nach oben. Die Aufmerksamkeit geht nach innen und du beobachtest. Beobachte den Atem, wie er ganz natürlich fließt. Beobachte dieses sanfte Vibrieren auf der Haut, deinem Energiekörper. Beobachte auch die Vibration deiner Gedanken. Manchmal springen die so wie Ping-Pong-Bälle hin und her. Dann wiederum gibt es Wellen, die groß ausschlagen. Und dann Wellen, die feiner werden, gleichmäßiger werden, fast wie so ein Summen. Für noch 3 Minuten ganz still. Widerstehe der Versuchung, dich zu bewegen. Sitz still.
Und dann öffne sanft die Augen. Streck den Rücken nochmal lang und dann dreh dich nach rechts. Aus der Länge heraus. Atme tief ein, zieh dich lang und aus der Länge drehst du dich auf nach rechts. Noch zweimal tief einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Komm nach vorne und dreh nach links. Atme ein und atme aus. Atme ein, atme aus, noch einmal tief ein und aus. Gut, zurück zur Mitte, streck die Arme nach oben, verschränk die Finger und streck dich lang, heb dich richtig aus, den seitlichen Flanken lang nach außen, nach oben und dann zieh rüber zu einer Seite, stütz dich ab und streck hier die seitliche Flanke, streck bis in die Fingerspitzen und schaff Raum. Und atme hinein in diesen neu geschaffenen Raum. Gut, andere Seite. Zieh rüber. Atme tief in die seitliche Flanke. Schaff über den Raum noch mehr Atem. Ja, andersrum. Schaff über den Atem noch mehr Raum. Gut, komm zurück zur Mitte. Ändere den Sitz nochmal, wenn du möchtest. Vielleicht die Beine kurz ausschütteln. Und finde deinen Sitz wieder. Wirklich guten Sitz, das ist jetzt wichtig für die nächste Übung. Und zwar gehen die Hände in eine Position so. Also flache Hände und dann öffnen. Nimm die Arme zur Seite, wobei die rechte Hand nach oben dreht und die linke nach unten. Roll die Schultern nochmal nach oben, hinten und unten und zieh die Hände kraftvoll auseinander. Streck dich, streck dich, streck dich und schieb den Scheitel lang nach oben. Schließ die, aber schau nochmal kurz. Wir atmen ein, wie durch einen dicken Strohhalm, so. Und atmen durch die Nase aus. Erstmal durch den Strohhalm einatmen und durch die Nase aus. Okay, komm in Position, zieh die Arme lang auseinander und beginn. Schließ die Augen, roll die Augen leicht nach innen und oben. Erstmal durch die Nase ausatmen, kraftvoll diese Fingerposition halten, dieses Mudra. Wir bleiben hier eine Weile und wenn nach der Weile, wirst du sehen, die Übung herausfordernder wird, dann kannst du auch gerne durch den Mund ausatmen und kraftvoll durch den Mund aus. Und so weiter. Schön kraftvoll atmen. Dies ist eine Übung aus dem Kundalini-Yoga, eine sogenannte Keep-Up-Meditation. Hier geht es tatsächlich darum, to keep up, ja? Hier zu bleiben, nicht auszuweichen, nicht aufzugeben. Denn der Kopf, der meinende Geist, wird dir relativ schnell sagen, ach komm, das hat sie sich ausgedacht, so eine doofe Übung oder mein Arm fällt ab oder... mein Nacken verkrampft, ja. Das sind ganz normale Gedanken, die dann kommen, die vom Körper gesendet werden, denn der Geist möchte hier gerne abhauen. Aber wir bleiben hier. Wir stärken unsere Geisteskraft, unser Durchhaltevermögen, unsere positiven Mindset. Denn gerade diese Übung hier besagt, dass sie uns dabei hilft, unsere Negativität zu beleuchten, wenn sie dann noch da ist oder sich ab und zu zeigt und gezielt loszuwerden. Also, wir gucken uns an, welche Gefühle kommen da nach oben, welche Gedanken kommen da nach oben, welche Natur haben diese Gefühle und Gedanken und kann ich sie loswerden, wenn sie nicht positiver Natur sind. Und in dem Moment, wo langsam die Herausforderung etwas größer wird, atme kraftvoll durch den Mund aus. Oder
noch kraftvoller. Lass alles raus, was sich raus möchte, was sich zeigt, was hier gelöst werden darf und lass es aus. Kraftvoll einatmen, übertreib förmlich mit der Einatmung und kraftvoll ausatmen. Und wenn du die Arme mehr auseinander ziehst, als nur anhebst, wird es auch einfacher. Okay, wir sind schon bei 2,5 Minuten. Versuch noch mindestens 1 Minute. Wir versuchen aber noch 4 Minuten. Bleib dabei. Und kraftvoll ausatmen. All die Zweifel, all diese Gedanken, die da kommen mit, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das, lass sie los, das möchte ich nicht, lass sie los, atme sie aus oder dreh sie um. Der Gedanke, der dir sagt, ich kann das nicht, den dreh den um und sag dir selbst, ich schaffe das, ich kann das, ich bin stark, okay, und so weiter und so weiter. Kraftvoll atmen. Der Atem hilft dir hier. Kraftvoll, kraftvoll. All die Gefühle, die sich zeigen, die hier nach oben kommen, die dürfen da sein. Lass sie los, lass sie raus. Sie wollen gesehen werden. Also weiter dabei bleiben, weiter dabei bleiben. Lass die Arme zittern, das ist völlig normal. Bleib dabei, bleib dabei. Erst jetzt wird es wirklich interessant. Nimm diese Herausforderung an. Nimm sie an und beobachte dein Vokabular. Es ist keine Schwierigkeit, es ist eine Herausforderung. Bleib dabei, zieh die Hände, atme. Wir nähern uns dem Ziel, also bleib dabei. Gib nicht auf, die letzte Minute, komm. Sag's dir selbst, ich bin stark. Ich halte durch. Ich schaff das. Bleib dabei, bleib dabei. Letzten paar Sekunden, komm. Lass die Arme oben, lass sie oben, lass sie oben. Letzten 15 Sekunden, komm. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, come on, fünf, vier, drei, zwei. Tief einatmen. Oh, und lösen, ausatmen. Geschafft. Bleib still, bleib still. Bleib ganz bei dir. Vertrau mir, es ist anstrengend für jeden. Sitz ganz still und spür, wie die Last aus den Schultern sanft nach unten weicht. Wie so ein wohliges Gefühl sich breit macht. Ich hab's geschafft. Während du da so sitzt, ganz aufrecht, den Scheitel lang nach oben ziehend, Augen geschlossen. Beobachte für einen Moment die Schultern, wie sie sanft den Schmerz wieder freigeben.
Was übrig bleibt, ist das Gefühl von Kraft. Nimm die Mundwinkel noch leicht nach oben. Und nun atme auf 4 Takte ein durch die Nase und 4 Takte aus. Ein, zwei, drei, vier, aus. Zwei, drei, vier. Hier kannst du dich übrigens auch hinlegen. Ein, zwei, drei, vier, aus. Zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier, fünf, aus. Zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier, fünf, aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aus. 2, 3, 4, 5. Und dein eigenes Tempo weiteratmen. Still sitzen. Nachspüren. Spür deinen Herzschlag. Spür die Vibration auf der Haut. Und spür die Vibrationen deiner Gedanken. Nimm dieses Gefühl von Weite wahr. Die Wahrnehmung sich erweitert. Du eine Fülle wahrnimmst. Deine tiefe Ruhe. Gedanken immer noch laut sind, dann bring die Aufmerksamkeit zur Nasenspitze
Und versuch dort jegliche Bewegung wahrzunehmen. Den sanften Streifen der kühlen Luft von außen. Das sanfte Streifen der wieder erwärmten Luft zurück nach außen. Dann möchte ich dich einladen, noch ein wenig länger sitzen zu bleiben. Von meiner Seite aus kommen wir hier zum Ende. Es war mir eine Freude. Ich wünsche einen wunderschönen Resttag. Alles Gute. Namaste.